Tiere sind unfassbar intelligent. So können Krähen zum Beispiel Nüsse auf die Straße fallen lassen, um sie von den Autos überrollen und damit knacken zu lassen. Und wenn die Straße frei ist, picken sich die Vögel die Nussstückchen weg. Kraken sind in der Lage, Schraubverschlussgläser zu öffnen, um an den Inhalt heranzukommen. Und Ratten kann man so trainieren, dass sie mit Hilfe von Reizströmen eine Boeing 747 mit einem Flugsimulator auf einem Flugplatz sicher landen können. Und wenn doch Tiere schon so unfassbar intelligent sind, Krähen, Kraken, Ratten, dann sind es unsere Kinder ja wohl auch. Doch viele Kinder haben große Probleme in der Schule, den Stoff zu lernen. Das ist keine Frage von Dummheit oder Intelligenz, sondern meistens ein ernstes Alarmzeichen. Es ist oftmals ein Zeichen von Überforderung, Unterforderung, Erwartungsdruck, fehlender Relevanz. Aber vor allem ist es ein Zeichen von einem mangelnden Verständnis von Schule. Was ist Schule eigentlich? Wie funktioniert sie? Warum ist man überhaupt den ganzen Morgen da? Was machen Lehrer und warum? Und mit diesem Verständnis von Schule, was ich in einem Schülercoaching vermittle, gelingt es einem Schüler mühelos wieder, dem Unterricht zu folgen und ermöglicht dem Lehrer, einem wieder gute Noten zu geben. Das ist keine Frage von Disziplin, von Pauken oder sich anstrengen, von Streitgesprächen und Diskussionen und Stubenarrest. Es ist eine Frage von seine Intelligenz mal nutzen, um mit dem Schulsystem irgendwie klarzukommen. Ich habe in meinem Buch Schulzeit ohne Stress, so stärken Sie Ihre Kinder in 3 Schritten, darüber geschrieben. Und dieses Buch ist Grundlage für mein erprobtes Schülercoaching. Vor 30 Jahren habe ich es entwickelt. Hunderten von Kindern hat es geholfen, mühelos wieder die Schule zu rocken. Und wenn Sie sich dafür interessieren, weitere Informationen bekommen Sie, wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen, unter www.andreaswinter.de.